meisten Spaß am Beruf des Kochs macht mir persönlich eigentlich. In der Küche gibt es eine zweite Familie, weil man halt durch die Arbeitszeit sehr oft beieinander ist. Und ich kenne keinen anderen Beruf, mit dem man Kreativität und Handwerk so vereinen kann wie im Beruf des Kochs. Das Besondere am Holzfäller ist eigentlich das Team komplett, weil wir einfach ein komplett junges Team sind. Wir haben absolute Namenfreiheit vor unserem Chef. Wir können das machen, was wir denken, was für die Gäste am besten ist. Und eben durch das vegane Menü, das wir bei uns im Konzept haben, ist das hervorragend, was wir den Gästen bieten können. Dass wir nicht bloß vegetarisch, oberpfälzerisch, Käsespätzle mit drauf haben, sondern mal was Ausgefallenes. Und wir behandeln unsere veganen Gäste genauso wie unsere Fleischesser. Unsere Küche kann man eigentlich beschreiben, es ist eine Oberpfälzer Küche, Holzfäller Style interpretiert. Das heißt, wir wollen die Oberpfälzer Küche mit ein bisschen mehr Raffinesse und ein bisschen mehr Feinheiten auf den Teller bringen und dadurch auch zeigen, welche geilen Produkte das bei unserer Oberpfalz gibt. Das Wichtigste bei mir, beim Porzellan, sowie bei allen anderen Produzenten, ist eigentlich, dass es regional ist. Ich will Kontakt zu Produzenten haben, der direkt vor der Haustür ist. Die Qualität ist ganz wichtig und dann eben auch noch das Design, das zeitlose Design, dass mein Essen auf dem Teller wirkt. Das Besondere für mich an den Nori-Teller ist mein Lieblingsteller für Fisch, weil eben die Algenform vor dem Teller perfekt zu dem Fisch auf dem Gericht passt und wir somit eben das Gericht auf dem Teller widerspiegeln. Das Beste an dem heutigen Tag für mich war, einfach auf Tellern anzurichten, wo vorher noch genau gerichtet habe, und den Teller so mit meiner eigenen Mutter zu nehmen. Vielen Dank. Jetzt reicht's auch.